Da, Freunde, wann geht's denn jetzt los? Diesmal bin ich doch rechtzeitig, oder? Ach, verdammt, natürlich nicht. Sorry, liebe Leute und liebe Kollegen. Und damit recht herzlich willkommen bei Tiny Tommy. Ja, meine Freunde, damit mir das nicht mehr passiert, habe ich diese coole Uhr von Soulfeel bestellt. Die kann man sich nämlich selber gestalten lassen. Fängt bei 20 Euro auf und geht bis 100 oder 1000 Euro aufwärts. Man kann sie nicht nur gestalten, man kann sie auch gravieren lassen. So kommt sie daher in dieser coolen Box. Und dazu wurde noch ein kleiner Rabattschein gesendet. Und eine kleine Soulfeel Tüte. In dieser Tüte befindet sich gleichzeitig noch ein Werkzeug drin, um die Ketten zu kürzen. Und ich bin mal gespannt, ob das so gelungen ist, wie ich mir das vorstelle. Ja, meine lieben Freunde, da würde ich mal sagen, packen wir diese coole Uhr aus. Vielleicht sollte ich lieber meine Spezialhandschuhe anziehen, damit ich die Uhr nicht gleich beschädige. Ja, das ist besser. So, dann wollen wir das Ganze mal auspacken. Hier ist so ein kleines Bändchen, daran werden wir mal ziehen. Mal gucken, was passiert. Oh, nichts. Und hier befindet sich die Uhr bereits drinnen, wie man unschwer erkennen kann. Also die Verpackung ist richtig gut, also richtig auch gesichert mit Stoff und so. Also da kann während des Transports nichts passieren. Das ist die Uhr. Also wie ihr sehen könnt, ist das richtig gut geworden. Hier befindet sich noch eine Schutzfolie drüber. Jetzt drehe ich sie mal um. Nein, nicht so um, sondern so rum. Und hier ist auch noch eine Schutzfolie drüber. Hier kann man jetzt draufklicken und dann öffnet sich die Uhr. Na, eigentlich sollte sie. Aha, genau. Und hier hinten befindet sich noch eine Gravur. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Auf jeden Fall auch richtig gut. Über dieser Gravur befindet sich auch noch eine Schutzfolie. Ich glaube, ich werde sie dran lassen, damit es nicht zerkratzt. So, dann werden wir das Ganze mal anziehen. Ich habe das bereits schon gekürzt. Das Ganze wird jetzt so geklickt und einfach raufgedrückt. Und schon ist die Uhr angezogen. Richtig cool auf jeden Fall. Versprochen zeige ich euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Hier befinden wir uns auf der Seite von Soulfeel. Jetzt klicken wir einfach auf Fotouhren rauf. Klack. Warten, was passiert. Und jetzt öffnet sich die Seite mit den ganzen Uhren. Man hat eine Menge Auswahl. Und ich würde mal sagen, ich nehme diese Uhr für 29,95 €. Da klicken wir mal drauf. Ich glaube, die habe ich auch bestellt. Und jetzt kann man das Ganze personalisieren. Ich werde mal ein bisschen ranzoomen, damit ihr ein bisschen besser gucken könnt. So. Jetzt klicken wir auf Foto hinzufügen. Das Ganze können wir auch bearbeiten, dass es auf die ganze Uhr verteilt ist. Hier ist so ein kleines Pluszeichen und jetzt könnt ihr auch quasi es hin und her schieben, wie ihr möchtet. So, zack. Und dann klickt ihr auf Bestätigen und bestellt es an eure Adresse. Das Ganze könnt ihr mit PayPal bezahlen oder mit
anderen Bezahlmöglichkeiten. Ich habe es mit PayPal gemacht, weil es da am schnellsten geht. Ja, Freunde, dann kommen wir mal zum Fazit. Schwuppsiwupps, hier bin ich auch schon wieder für das Testergebnis. Also mir gefällt die Uhr von Soulfeel sensationell. Alles gut verarbeitet, das Logo ist auch gut drauf gedruckt worden, so wie ich es abgeliefert habe. Und die Gravur finde ich auch meisterhaft gelungen. Auch, dass es gut verpackt worden ist, hat mich auch sehr gefreut. Kommen wir jetzt zu einem kleinen negativen Punkt. Wenn ihr das Produkt bestellen solltet, kann das schon mal einen Monat vergehen, bis die Uhr ins Land eintrudelt. Das Ganze kommt, glaube ich, aus China, wenn ich das richtig verfolgt habe. Aber die Seite ist auf Deutsch. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich hatte. Man kann das auch ein bisschen verfolgen, aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Da sollte man ein bisschen Verbesserung investieren. Ansonsten könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch diese personalisierte Uhr gefällt, ob man sowas braucht oder ob man sowas nicht braucht oder ob ihr schon mal Erfahrung damit gemacht haben solltet. Ansonsten würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen und vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns demnächst wieder, wenn es heißt Tiny Tommy. So. Achso, und ich komme übrigens nicht mehr zu spät mit dieser tollen Uhr.